Hallo. Hallo. Mein Name ist Susanne Bieling. Mein Name ist Uwe Cilasco. Und wir sind die Szenenbildner vom Kinderfilm Bibi Blocksberg. Und wir stehen hier in der Bibliothek von der Oberhexe Walpurgia. Als wir uns mit der Regisseurin Hermine Hundgeburt getroffen haben, kannten wir sie noch nicht. Aber wir waren uns schnell einig, dass unsere Aufgabe sein würde, die Erwachsenenzuschauer in diese Kinderfantasiewelt hineinzuziehen und den Kindern zu ermöglichen, dass sie sich in der Welt wiederfinden. Walpurgia ist die Oberhexe, das heißt, sie ist die älteste Hexe und auch die klügste Hexe. Die beherrscht alle Tricks und deswegen ist sie die Hüterin und die Gralswächterin des Blocksbergs. Der Blocksberg ist ein mythologischer und mythischer Ort, der von den Hexen nur fliegend erreicht werden kann und der weit oben in Wolken liegt und von normalen Menschen nicht gesehen werden darf und kann. Ja, wir haben uns für Styropor entschieden, weil es ein sehr leichtes Material ist und weil man Felsvorsprünge, Stalaktiten einfacher, besser, schneller nachbilden kann. Also die ganzen natürlichen Formen, die so eine Höhle halt hat, ist damit besser herzustellen. Als wir uns damit beschäftigt haben, da haben wir uns über Kieselsteine an das Modell herangetastet und haben damit rumgespielt und auf einmal war der Blocksberg fertig. Für einen Studiobau zum Blocksberg haben wir uns entschieden, weil wir in der Natur keinen erreichbaren Ort gefunden haben, der uns schön genug erschien. Die Mystik kann man besser darstellen, die Lichtgestaltung ist hier einfacher zu handeln. Diese Gerüchte um Rabia müssen endlich aufhören. Aber wir glauben, dass Rabia die Formel der ewigen Jugend geklaut hat und in meiner Kugel versteckt hat. Da, bitte. Ja, die Kräuterhexe Barbara hat ihr Kräuterlabor mit Salben und Tees. Wow! Und die Rabia? Die böse Hexe Rabia, die ja immer danach trachtet, das Elixier der ewigen Jugend und Schönheit zu bekommen, hat auf ihrem langen Tisch Spinnenfüße, Krötenbeine. Ja, und die Walpurgia, die braucht das alles nicht. Die hat ihren Vulkan und ihren Kolben und das reicht ihr vollkommen. Schluss jetzt. Ich will nichts mehr davon hören. Oder wollt ihr strafweise 2 Stunden als Statue verbringen? Was viel Spaß gemacht hat, war, als wir das Babyhaus gesucht haben und als wir Rabias Schloss gesucht haben und als wir auch hier die Walpurgias Höhle entworfen haben, zu überlegen, was hätten wir als Kinder toll gefunden. Wie hätten wir uns vorgestellt, dass das alles aussieht. Und dann haben wir versucht, das umzusetzen. Und das war wirklich eine große Freude. Das war schön.